Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kommilitonen, geehrte Professoren, vertreten der Presse, ich wünsche Ihnen, dass wir hier da sind. Liebe Gäste, ich bin Kurt Forstberg, mein Name ist Alexander Schott. Ich bin Landesvorsitzender der Liberalhochschulgruppe Baden-Württemberg. Und es ist mir eine große Freude, Sie am heutigen Dienstagabend im Namen der LHG, der Rand-Meyer-Stiftung und der Liberalen Hochschulgruppe Heidelberg zu dieser Veranstaltung in den wundervollen Räumen der Universität Heidelberg begrüßen zu dürfen. Das Thema der Veranstaltung lautet Willensfreiheit eine Illusion. Daher gilt mein Gruß natürlich allen voran unseren drei Referenten, Professor Andreas Rabu aus Heidelberg. Und da haben wir erhebt, dass man sieht. Professor Thomas Fuchs, ebenso aus Heidelberg. Professor Hans Markowitsch, extra an die Reise aus Bielefeld. Begrüßen möchte ich ebenso natürlich Michael Lehmgen, den Präses des Verbandes Liberaler Akademiker unserer Alumni-Organisation. Erlauben Sie mir noch einige wenige Worte über die Liberale Hochschulgruppe Baden-Württemberg verlieren zu dürfen. Die LHG ist eine liberal ausgerichtete Studentenorganisation mit einigen hundert Mitgliedern in Baden-Württemberg. Wir sind an allen Universitäten unseres Bundeslands vertreten und wir sind natürlich nicht nur an Universitäten aktiv. Die Gruppe ebenso an Fachhochschulen, also nur an Hochschule Baden-Württemberg, besonders stark und nicht weit entfernt in Mannheim. Erfreulicherweise seit einigen Monaten auch an der Zeppelin-Universität. Und natürlich auch hier an der Uni Heidelberg, und das schon seit vielen Jahren. Daniel Broschmann, Vorsitzender der LHG Heidelberg, wird ja heute Abend das Programm führen. Auch ihn wollen wir herzlich begrüßen. Hauptarbeitsbereich der LHG ist momentan die Novellierung der studentischen Mitbestimmung an den Hochschulen in Baden-Württemberg durch die Einführung von Studentenparlamenten, wo wir im letzten Jahr durch einen riesigen Fortschritt erfahren haben. So hat die Koalition aus FDP und CDU im Landtag von Baden-Württemberg tatsächlich das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart beauftragt, einen Gesetzentwurf zu erstellen, in dem die studentische Mitbestimmung mittels Studentenparlamenten neu geregelt wird. Gerade der gemeinsame Beschluss von LHG und RCDS, wir haben zusammen ein neues Modell erarbeitet, wurde den Beschluss des Landtags positiv genannt und sollte auch als Basis des Gesetzentwurfs dienen. Erbaulich zu sehen, dass 33 Jahre nach der Abschaffung der verfassten Studierendenschaft in Baden-Württemberg wieder Bewegung in die ganze Sache kommt. Ich möchte auch daran erinnern, dass das ein gewaltiger Schritt ist. Das hat nicht mal die SPD hinbekommen, als sie hier im Land einer großen Koalition mit der CDU waren. 92 bis 96, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei der Reinhold-Meyer-Stiftung, die diese Veranstaltung unter anderem natürlich ermöglicht. Die Reinhold-Meyer-Stiftung für den Baden-Württemberg zusammen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit etwa 100 Veranstaltungen pro Jahr durch, deren Aufgabe die politische Bildung ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Veranstaltung zu einem gewissen Teil aus Bundesmitteln für die politische Bildung finanziert wird. Daher benötigen wir auch die Unterschriften am Eingang. Dann auch an die Helfer und natürlich auch an die Uni Heidelberg für die Bereitstellung dieses Raums. Ich hoffe, die Uni hat das schon gemacht. Dies ist nicht die erste Veranstaltung, die liberalen Hochschulgruppen durchführen. So können wir auf eine ganze Reihe Veranstaltungen zurückblicken, wie beispielsweise mit Professor Uwe Di Fabio, Richter am Bundesverfassungsgericht. Auch zu unserer Veranstaltung im verbindenden Thema Freiheit, zu dem ja auch die Willensfreiheit gehört. Unser letzter war mit Dieter Althaus, dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen, zum Modell des solidarischen Bürgergelds, bei dem es ja auch um das Thema Freiheitsgewinn geht. Und die Idee mit den Computertomographie-Aufnahmen da drüben haben wir zum Übrigen nicht von der Veranstaltung mit Althaus, das haben wir schon ein bisschen länger. Passt aber auch ganz hervorragend zu diesem Thema. Und nun übernimmt Daniel Broschmann, Vorsitzender der LHG Heidelberg. Herzlichen Dank. Heidelberg sich hier schließen. Wir haben uns eigentlich in letzter Zeit das zur Aufgabe gemacht, also schon seit mehreren Jahren, so gesellschaftliche Themen anzusprechen, Freiheit und Gesellschaft als Thema. Dabei haben wir bei den letzten Veranstaltungen ums Grundgesetz oder um die Freiheit in der arabischen Welt zum Beispiel gekümmert. Die letzte Veranstaltung war es nicht mehr für Implantationsdiagnostik. Aber heute Abend haben wir uns sehr viel
mehr Hilfe noch besorgt und Unterstützung von der Liberalen Hochschulgruppe Baden-Württemberg mit der Reinhold-Meyer-Stiftung erhalten. Und es wird heute Abend mal ein sehr viel profunderes oder sagen wir mal ein tiefgreifenderes Thema geben, nämlich um die Frage, sind Sie heute Abend alle freiwillig hier hergekommen oder ist gewissermaßen wäre unter hypothetischen Gesichtspunkten es möglich gewesen, dass Sie auch ins Kino oder sozusagen ins Fitnessstudio gegangen wären? Also die Frage, gab es eine Möglichkeit? Die Frage paradox und kontraintuitiv ist aber sicher eine der ältesten und meistgestelltesten Fragen der Menschheitsgeschichte. Nämlich, werden wir von Gott, vom Vater oder den Naturgesetzen irgendwie determiniert oder können wir frei wollen und handeln? Und es wird also darum gehen, herauszufinden, was Willensfreiheit und Bedingtheit, also Determiniertheit, überhaupt sind und ob sie und wie sie vor allem zusammengedacht werden können. Und dabei gibt es drei Extrempositionen, die sicherlich im Laufe des Abends erwähnt werden und besprochen werden. Und das ist zum einen mal die harte deterministische Position, die besagt, ja, es ist determiniert, ergo sind wir willensunfrei. B, die kompatibilistische Position, das heißt, wir sind determiniert, also es gibt sozusagen eine Bedingtheit, aber die ist nicht zwangsläufig mit Willensunfreiheit gekoppelt, sondern kann durchaus zur Willensfreiheit führen. Wie das passiert, das werden wir heute Abend auch besprechen. Das ist die sogenannte kompatibilistische Position. Und dann gibt es die libertarische Position, bedeutend vertreten von Karl Popper oder Jean-Paul Sartre, die ja besagt, dass wir nicht genau sagen können, dass alles determiniert ist. Die Konsequenz daraus ist, dass wir frei sind und frei entscheiden können. Und das kompliziert an der ganzen Thematik und deshalb werden wir, glaube ich, auch viel über Begrifflichkeiten heute Abend auch reden, ist, dass es unterschiedliche Begriffe von Determinismus und Willensfreiheit gibt und deshalb diese drei Positionen nicht zwangsläufig gegeneinander gestellt werden können, sondern man ganz genau gucken muss, welche Begrifflichkeiten es da gibt. In der jüngeren Literatur zum Thema Willensfreiheit, und da werden wir auch darauf eingehen, sicherlich in den Eingangsvorträgen der drei Referenten, gab es die Lipschitzschen Experimente, wird der ein oder andere kennen, 1979 von Benjamin Libet, die besagen, dass wir, wenn wir sozusagen eine Hand bewegen, wir ein Bereitschaftspotenzial schon bevor das Bewusstsein dafür haben, dass wir die Hand bewegt haben, mittels EEG-Elektroden ableiten können. Und dieses Experiment hat fatale Folgen gehabt, oder sagen wir mal so, hat einen neuen Schwung in diese wirklich alte Debatte und immer noch interessante Debatte gebracht, die dazu, also die sozusagen die Grundlage dafür war, dass Gerhard Roth ausdrückte, das bewusste Denken und wollende Ich ist nicht im moralischen Sinne verantwortlich für dasjenige, was das Gehirn tut, auch wenn dieses Gehirn perfiderweise dem Ich die entsprechenden Illusionen verleiht. Und das hätte natürlich weitreichende Konsequenzen auch für unsere Gesellschaft, unser Handeln. Damit wären wir für keine unserer Handlung zur Verantwortung zu ziehen und das Strafrecht wäre ausgehebelt. Denn wenn wir nicht dafür können, wenn auch unser Gehirn nur unter bestimmten Parametern entscheidet, wie beispielsweise ein Schachcomputer, dann können wir auch niemanden für seine Handlung bestrafen. Und damit belegt diese Debatte, die alte Debatte der Atomisten zum Beispiel, die Demo des latinischen Dämons, der besagt, dass von einem an der Welt unbeteiligten Versucher, diesem Dämon, Anfang, Ende und jeder Zwischenwert gewissermaßen berechenbar sind und es sozusagen vereinfacht gesagt eine Weltformel gibt, mit der man alles beschreiben kann. Da sind ja auch Physiker aktuell dran. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich so, wie der Philosoph Arthur Schopenhauer sagt, dass alles, was geschieht, notwendig geschieht?
und dass die Antwort aller Tiefdenkenden auf die Frage, sind einem Menschen unter gegebenen Umständen zwei Handlungen möglich oder eine, nur eine lautet, und die wollen wir heute Abend klären. Und dafür haben wir unsere drei Gäste eingeladen, die ich an dieser Stelle nochmal herzlich begrüßen möchte. Ich würde gerne drei Worte verlieren an den Gast und dann machen wir ein kurzes Referat und dann eine kleine Podiumsdiskussion und anschließend können Sie Fragen stellen. Wir sind bis um neun, dürfen wir hier in den Räumlichkeiten sein. Zunächst möchte ich ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Hans Markowitsch. Professor Markowitsch ist seit 1991 Lehrstuhlinhaber für physiologische Psychologie an der Uni Bielefeld und einem breiteren Publikum bekannt durch Bücher wie Falsche Erinnerungen oder zuletzt erschienen Tatort Gehirn. Zudem ist er ausgezeichnet mit diversen Preisen für seine neurobiologische Forschung, unter anderem den Memory-Preis der Gesellschaft für Gedächtnisrehabilitation und der Best Contribution to Memory Research der International Neuropsychological Association. Ich freue mich wirklich sehr, dass er heute den langen Weg aus Bielefeld auf sich genommen hat und zu unserer Veranstaltung gekommen ist. Herzlichen Dank, Professor Markowitsch. Gerne gleich mit der radikalsten Position, die ich annehme, von den drei hier geladenen beginnen. Also mit meiner habe hier auch die Assoziation. Hier gibt es ja eine evangelische Fakultät und Martin Luther hat ja mal gesagt, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Das ist im Grunde auch den Determinismus hier in der lutheranischen Kirche drinsteckt, ausdrückt. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht, was vor einem Jahr ungefähr, vor Monaten erschienen ist, von einem Herrn Cashmore, der sagt, wie soll man in seinen Augen sich vorstellen, dass viele geschieht, und zwar sagt er, es gibt im Grunde hier die drei Positionen, die erste ist die traditionelle, die aber eben die antiquierte ist. Wir gehen davon aus, wir haben einen freien Willen, das wird uns schon als Kind beigebracht, wir lernen, wir kicken auf den Ball und dann fliegt er weg, das heißt, wir bestimmen die Welt, wir agieren in der Welt. Und damit kommt es, wie vorhin ja auch schon zitiert, zu dem, was Roth gesagt hat, nämlich der Illusion des freien Willens, dass man meint, man agiere frei, man handele frei. Und da wir jetzt die Reihenfolge der Wille bewegt unsere Gedanken, die uns bewusst sind, die greifen zurück auf unser Gehirn und über Verhalten erkennen wir, was wir gewollt haben. Und Cashmore sagt jetzt, es gibt dann noch die mittlere Position, die eben auch davon ausgeht, was man fragen muss, was bedingt jetzt die neuronale Aktivität. Und das sind hier Gene, Umwelt und stochastische Prozesse. Und die werden quasi hochgeleitet, um uns als Wille bewusst zu werden, aber wenn dem wiederum so ist, dann kann man den Willen gleich negieren und das ist, was er eben vorschlägt, dass wir eben akzeptieren sollen, dass unsere Genetik, unsere Umwelt, in der wir noch aufgewachsen sind und das, den wir finden und dann mögliche Zufallsprozesse unser Gehirn bestimmen und über das Gehirn dann auch unser Verhalten. Und wer anders denke, ginge im Grunde den Vitalismus an, der eigentlich seit 100 Jahren überholt ist. Und die Position ist im Grunde auch meine, dass ich eben auch formuliere, unsere Genausstattung und unsere Umwelteinflüsse, denen wir ausgesetzt waren, von pränatal bis zur Gegenwart, bestimmen, wie wir uns verhalten, wie wir als Persönlichkeit
in der Gegenwart geformt sind. Und aus dem Ganzen geht natürlich dann aber auch der Bild hervor, dass wir nicht fixiert in einer bestimmten Gegenwartspersönlichkeit sind, sondern dass neue Informationen unsere Persönlichkeit auch wieder verändern. Das heißt, wir müssen auch akzeptieren, dass wir im Grunde durch die Umwelt manipuliert werden. Das hat Wolf Siemer sehr schön ausgedrückt, mal indem er sagte, Kindererziehung ist vergleichbar mit mikrobiologischen Eingriffen ins Gehirn. Und das heißt, wenn wir Kinder erziehen, dann manipulieren wir natürlich Kinder. Und das Gleiche tun wir im Grunde bis im Erwachsenenalter und unser Leben. Ich will Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele geben von der Hirnforschung, die Ihnen zeigen, wie funktioniert eine derartige oder kann eine derartige Manipulation funktionieren. Ein berühmter spanisch-amerikanischer Forscher, also Weltpräsident José Delgado, hat recht drastisch, das kann man auch bei YouTube sich anschauen, gezeigt, wenn er einen Stier bestimmte Elektroden in tiefe Hirnbereiche implantiert, kann er praktisch, wie man hier sieht, über Funkgeräte, hier ist die Antenne, das Verhalten des Stiers manipulieren. Das heißt, der Stier rennt natürlich in der Arena auf ihn zu. Wenn er jetzt hier auf den Knopf drückt, verharrt der Stier, man sieht, er bremst ab und zeigt keinerlei Angriffslust mehr. Das heißt, sein Verhalten verändert sich, wenn sein Gehirn verändert wird. Und im Grunde findet sich das ja auch in gegenwärtigen Anwendungen, etwa bei Parkinson-Patienten, wo vor ein paar Jahren von einem Soziologie-Professor aus Frankfurt, der auch ein recht bekanntes Buch Tief im Hirn erschienen ist, in dem er beschreibt, wie seine Persönlichkeit sich dadurch geändert hat, dass er eben tiefen Stimulationselektronen als Parkinson-Patient implantiert bekam, die ihm zwar beim Tremor und die Motorik, Tremor nehmen, die Motorik verbessern, aber andererseits auch seine Kreativität einschränken, sodass er lieber, wenn er wissenschaftlich arbeitet, die Elektroden abschreibt. Und wir wissen auch, wir haben inzwischen Methoden, die auch in der klinischen Anwendung bei Patienten mit Depressionen etwa benutzt werden, wie die repetitive transkraniale Magnetstimulation, der Sinfermagnetismus. Trotzdem, wenn Magnetstimulation auf unser Gehirn einwirkt, verändert es unser Verhalten. Wir haben das mit dem Max-Planck-Institut in Köln mal gemacht, so eine Studie, wo wir derartige Magnetstimulation bei normalen Probanden links vorne ansetzen und die danach bestimmte Lernvorgänge nicht mehr so gut bewältigen konnten. Es gibt andere Studien, die behaupten, wir haben Leute vorübergehend zu Dementen gemacht, allein durch die Magnetstimulation, also durch eine Energie, für die wir kein Organ haben, über die Wahrnehmung zu können. Wir wissen auch, und das war noch ein zweites Beispiel, wenn Menschen sich in ihrer Persönlichkeit verändern, dadurch, dass sie etwa dement werden, verändern sie sich im Verhalten und sie können die Veränderungen unter Umständen auch nicht unter Kontrolle haben, also können sozusagen nichts dafür, dass sie delinquentes Verhalten an den Tag legen und das insbesondere dann, wenn sie an bestimmten Formen, nämlich der Form der temporalen Demenz, haben. Und es gab vor gut 50 Jahren in der Psychiatrie die Idee, man könnte ein Ungleichgewicht, was angenommen wurde, dass es bei bestimmten psychiatrischen Patienten existiere, dadurch korrigieren, dass man psychologisch ins Gehirn eingreift, also quasi das Stirnhirn abtrennt vom restlichen Gehirn, um so die vom Stirnhirn ausgehende Hemmung
zu reduzieren. Das hat man später mit einem Land und großen Zahlen gemacht, weil dazu quasi nur drei Instrumente notwendig waren, die wir nun doch über dem Auge haben, sodass wir da 7 Zentimeter vorgehen und dann bei Fragen linken und links und rechts und die man bestimmt abtrennen konnte und wie sich eben häufig zeigte, dadurch Patienten in ihrer Persönlichkeit änderte. Und um auch auf die Strafrechtsseite zu kommen, es gibt immer wieder Berichte hier, was mein Kollege aus Italien zugeschickt hat, von einem 25-jährigen Fünffachmörder, der, wie man sieht, hier einen riesen Tumor im Stirnhirn hat. Und man sollte sich zumindest die Frage stellen, hätte der Mensch mit 25 auch schon 5 Morde begangen, wenn er nicht den Tumor im Stirnhirn hätte. Und analog dazu wird immer wieder zitiert, ein Fall, in der vor 7 Jahren in Arkas und Leute publiziert wurde, wo ein Lehrer und Familienvater sich sexuell an seinen Kindern verging, deswegen verurteilt ins Gefängnis gesteckt wurde, dort über Kopfschmerzen klagte und als man dann schließlich ihn im Kernstoffpartie besuchte, fand man hier im rechten Orbital einen großen Tumor, der von Hirnhäuten ausging, und nachdem der erfolgreich operiert wurde, war auch seine Pädophilie wieder verschwunden und er wurde entlassen aus dem Gefängnis und von der Familie wieder aufgenommen. Das ist also ein Beispiel dafür, wie quasi die Persönlichkeit sich ändert und dann wieder ändert, wenn man entsprechend auf Hirnebene manipulieren kann. Und ich könnte Ihnen beliebig viele Beispiele dazu nennen. Wir haben selbst in Südafrika eine Reihe von Patienten mit der Oberhitzekrankheit untersucht, die dazu führt, dass die Amygdala verkalkt und entsprechend nicht mehr arbeitet. Die Amygdala ist eine Hirnregion, die wichtig ist, um unsere Emotionen zu kontrollieren. Man kann, wie hier im Fall aus den USA, eben aufzeigen, ist die Amygdala weg, dann ist die Persönlichkeit eine ganz andere, dann kennt so eine Person beispielsweise keine Furcht mehr, Verhalten, was natürlich gefährlich ist für das Individuum, weil es dann leichter in Lebensgefahr gerät. Und zum Schluss noch das Beispiel, was mit den Lieblichen Experimenten schon anklang und mit Kernspintomographie und ähnlichen Methoden heutzutage auf andere Weise weiterverfolgt wird, dass man eben versucht, geistige Hirnzustände aus der Hirnaktivität ableiten zu können, dass man beispielsweise kapiert, wenn man an bestimmte Worte denkt, was ist da die entsprechende Aktivität im Gehirn, die davon steht. Und der John Neil Haynes aus Berlin, der kam ja vor einem Jahr immer in den Medien, weil er meint, gefunden zu haben, dass man nicht nur wie bei Nibel so 200 Millisekunden vorher schon sagen kann, was die Person vorhat oder was sie denkt, sondern dass man es sogar für mehrere Sekunden findet. Und das zum Einstieg damit kann ich sehr verehrte Damen und Herren, die Position ist ja an sich schon klar. Ich wiederhole sie trotzdem nochmal in den Worten dessen, der sie ja sehr prominent ursprünglich vorgestellt hat, nämlich von Gerhard Roth. Können die Hirne entscheiden? Angeblich ja, nicht ich, sondern mein Gehirn hat entschieden. So müssen wir sagen nach Gerhard Roth, denn die beiden entscheidenden Komponenten des Phänomens Willensfreiheit, nämlich etwas frei zu wollen und etwas tatsächlich in einem Willensakt zu verursachen, sind eine Täuschung. Oder nach Wolfgang Prinz, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Das heißt, erst nachträglich werden die Entscheidungen des Gehirns, wie es heißt, vom Bewusstsein gewissermaßen ratifiziert. Das Gehirn gaukelt uns das Gefühl der eigenen Entscheidung und des eigenen Handelns nur vor. Warum es das tut, bleibt unklar, aber wir erliegen einer Illusion, wenn wir glauben, wir hätten selbst entschieden. Nun, die Antwort auf die Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat, hängt natürlich zunächst mal ab, was wir unter Willensfreiheit verstehen. Ich will es im Folgenden mal definieren als eine Fähigkeit einer Person,
ihre primären Impulse zu hemmen, in einer Phase des Abwägens ihr Wollen zu bestimmen, zwischen verschiedenen möglichen Alternativen zu wählen und ihren Entschluss schließlich in die Tat umzusetzen. Das heißt, wir haben eigentlich verschiedene Komponenten der Willensfreiheit, die oft nicht richtig unterschieden werden, nämlich mindestens eine Freiheit der Willensbildung, eine Entscheidungsfreiheit und eine Handlungsfreiheit. In der Tat werden von den Neurowissenschaften, also in den üblichen Experimenten, eigentlich nur die Handlungsauslösungssituationen untersucht, um die Willensbildung haben sich weder Roth noch Singer noch andere eigentlich jemals Gedanken gemacht. Es wird einfach behauptet, dass diese Phase der Entscheidung nun auch deterministisch ablaufe. Ich gehe die Phasen noch mal durch. Voraussetzung für die personale Freiheit ist danach zunächst ein Hemmungsvermögen. Wir haben also die Fähigkeit, unsere primären Impulse zu hemmen, innezuhalten. Wenn wir das nicht hätten, sondern einfach das machen und tun würden, was unmittelbar uns in den, durch den Kopf schießt, was ein primärer Impuls ist, dann würden wir nicht von Freiheit sprechen. Wir brauchen dann die Fähigkeit, Zukünftiges zu denken. Der Wille bezieht sich ja auf Zukünftiges. Das Vergangene ist ja schon festgelegt. Und insofern, wie der Wille sich auf Zukünftiges richtet, brauchen wir so etwas wie Denkfähigkeit. Es muss ja eine Möglichkeit vorgestellt werden. Und das Denken erfolgt in Form von Alternativen. Also das, was man mit dem Begriff des Irreales auch bezeichnet, oder des Potenziales. Es würde, es könnte, ich könnte dies tun oder auch das. Das heißt, wir brauchen eine Denkfreiheit. Wir müssen Alternativen als solche erfassen können. Was übrigens Gehirne nicht können. Nicht? Das können nur Personen, die denken können. Also der Begriff der Entscheidung setzt die Freiheit, setzt also die Möglichkeit voraus, wie ich denken kann. Schließlich bedarf der Willensbildung einer nicht zufälligen, sondern durch Gründe geleiteten Abwägung. Gründe sind Wünsche, Motive, Überzeugungen, die mit Bewertungen der Alternativen verbunden sind. Und Willensbildung heißt nun, diese Gründe, diese Wünsche, Überzeugungen, Werte in ein Wechselspiel treten zu lassen, indem sie sich gegenseitig beeinflussen in einem offenen Prozess. Bekanntlich wissen wir ja nicht, wie eine Entscheidung am Ende ausgeht. Das ist ja ein wesentliches Merkmal dieser offenen Möglichkeitssituation. Willensbildung bedeutet dann, dass wir diese Gründe in ein Verhältnis zu uns setzen. Dass wir also fragen, was ist mir wichtig, was passt zu mir, welche Werte schätze ich höher ein, vielleicht sogar, wer möchte ich sein einmal in Zukunft. Das Selbstverhältnis ist also eine zentrale Voraussetzung der menschlichen Freiheit, denn nur dadurch gewinnen wir unseren primären Motiven und Wünschen gegenüber die Freiheit der Stellungnahme und schließlich der Wahl. Entscheidungsfreiheit besteht darin dann, sich unter den Alternativen für diejenigen zu entscheiden, die aufgrund der Abwägung für mich den höchsten Wert gewinnt. Und die starke, wie schon gesagt, libertarische Freiheitsthese der PNT besagt, dass unter den, wenn die genannten Voraussetzungen für Freiheit bestehen, wenn, und die bestehen bei vielen Patienten, die Herr Markowitsch gerade genannt hat, natürlich nicht, wenn die genannten Voraussetzungen bestehen, dann können wir uns unter den gleichen Umständen so oder anders entscheiden. Unsere Wahl ist also nicht durch Naturgesetze oder durch Naturprozesse von jeher und von vornherein festgelegt. So die starke libertarische These. Welche Einwände lassen sich gegen diese These machen? Die physikalisch-deterministischen Einwände und die neuronal-deterministischen Einwände. Beginnen wir mit den physikalisch-deterministischen. Danach ist die Entscheidungsfreiheit deswegen nicht gegeben, weil physikalische Prozesse unser Handeln tragen, physikalische Prozesse in Form von Gehirnprozessen unser Handeln und unser Denken realisieren, wie man auch sagt. Man muss sehr genau überlegen, was damit gemeint ist, aber niemand bestreitet ja, dass wir unser Denken und Handeln nur dadurch vollziehen können, dass wir das gleichzeitig Gehirnprozesse ablaufen. Wenn nun diese Gehirnprozesse vollständig physikalisch determiniert sind, weil ein universeller Determinismus auch diese Prozesse natürlich festlegen muss, dann ist der Weltverlauf tatsächlich bis in alle Einzelheiten von vornherein festgelegt und Freiheit muss eine Illusion sein. Das ist der sogenannte Laplace-Determinismus, der schon erwähnt wurde, die vollständige Festlegung des Weltverlaufs durch Naturgesetze. Dagegen gibt es ein einfaches Argument, solche Naturgesetze, die den Weltverlauf festlegen, gibt es nicht.
auch in der Physik nicht. Der tatsächliche Weltverlauf kennt nämlich immer Überlagerungen, Singularitäten, chaotische Prozesse. Und erst recht hat die probabilistische Quantenphysik dieser Theorie des universellen Determinismus einen schweren Schlag versetzt. Indeterminiertheit erscheint von daher nicht mehr als die Ausnahme von der Regel, die wir sozusagen brauchen, sondern es ist eigentlich ein Grundzug der Naturprozesse. Und Naturgesetze sind aus dieser Sicht eher als Regularitäten anzusehen, die das in systematischer Form beschreiben, was sich eben regulär in wiederholter Form vollzieht. Sie haben also keine vorschreibende Gültigkeit, so als ob Naturgesetze etwas vorschreiben würden, wie es der Gesetzbegriff impliziert, nicht die erlassenen Gesetze, das kommt aus dem Absolutismus, dieser Gedanke, sondern nach neueren Auffassungen haben Naturgesetze eine deskriptive Gültigkeit. Sie beschreiben, was geschieht. Oder um ein Beispiel zu geben, sie haben keine eigene kausale Kraft, die das festlegen können, was passiert. Und um ein Beispiel zu geben, Naturgesetze schließen zwar aus, dass ich schneller mich bewegen kann als die Lichtgeschwindigkeit, aber sie legen nicht fest, wohin ich in meinem nächsten Urlaub fahren will. Ja, das ein Punkt, was den physikalischen Determinismus betrifft, nun zum neuronalen Determinismus. Ich könnte sagen, das Gehirn ist nun das spezielle Organ unserer Tätigkeiten, unserer Denkvollzüge, und hier liegen wir nun einen Determinismus vor. Aber auch hier gilt natürlich, dass deterministische neurobiologische Gesetze nicht bekannt sind. Es gibt keine Gesetze, die es erlauben, die Handlungen eines Menschen in den nächsten Sekunden oder Minuten mit Sicherheit vorauszusagen. Wenn überhaupt, dann sind gute psychologische Kenntnisse für Prognosen weit besser geeignet. Das liegt nicht nur an der Komplexität des Gehirns und seiner Abhängigkeit von der individuellen Vorgeschichte, sondern vor allem auch an seiner Plastizität, an seiner fortwährenden Umbildung während jeder Interaktion mit der Umwelt. Und unter diesen Voraussetzungen wäre ein ganz sinnloses Unterfangen, wenn wir nach deterministischen Verlaufsgesetzen für Hirnaktivitäten suchen wollen. Selbst Libet und seine Nachfolger können aus der Beobachtung von Hirnprozessen allenfalls statistische Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten nachfolgender Handlungen berechnen. Aber gleich von 30%, 50%, 70%, 95%, nichts davon genügt für einen Determinismus des Gehirns. Denn ein bisschen Determinismus gibt es nicht. Entweder gilt er ganz oder gar nicht. Abschließend noch zum Experiment von Libet und der möglichen Kritik daran. Sie kennen dieses Experiment zumindest wahrscheinlich aus den Medien. Ich wiederhole es hier nochmal ganz kurz. Der Gedanke ist, dass eine Führungsperson die Aufforderung erhält, den Finger zu beugen, um einen Knopf zu drücken, und zwar sobald ihr danach zumute ist, sobald ihr einen Impuls dazu verspürt, diesen Knopf zu drücken, und dann soll sie angeben, wo sich der Punkt der Uhr befand, die hier oben das schematisch dargestellt ist, als sie den Impuls zur Bewegung verspürte. Nun hat Libet herausgefunden, dass sich das motorische Bereitschaftspotenzial im prämotorischen Kortex, das sich mittels EEG ableiten lässt, Sie finden es hier unten rechts dargestellt, als die negative Kurve nach unten, dass dieses motorische Bereitschaftspotenzial schon 500 Millisekunden vor der tatsächlichen Bewegung, also vor dem TD, dem Tastendruck, beginnt, und dass die subjektive durchschnittliche Zeit des vermeintlichen Willensimpulses oder des subjektiven Willensimpulses nur 200 Millisekunden vor dem Tastendruck liegt, dass also das Bereitschaftspotenzial bereits vorher beginnt. Das Gehirn, so lautet die Interpretation, habe offenbar bereits entschieden, was es, bevor es uns bewusst wurde. Ach, jetzt hier, ja, danke. Ja. Bevor es uns bewusst wurde. Dieses Experiment ist meines Erachtens zu Recht vielfach schon deswegen kritisiert worden, weil es schon vom Grundansatz her menschliches Handeln in jedem Kontext isoliert. Wir haben ja vorher gesehen, was für ein langer Prozess erforderlich ist, damit wir von Freiheit sprechen können. Hier wird aber Freiheit in einem Zeitraum von Sekundenbruchteilen gesucht und angesiedelt, und es mutet doch abenteuerlich an, dass die Willensfreiheit ausgerechnet mit einem Experiment widerlegt werden soll, das doch jedenfalls auf der freiwilligen Teilnahme von Versuchspersonen beruht, die
ohne ihre vorherige Überlegung an diesem Experiment gar nicht teilgenommen und schließlich auch nicht ihren Finger bewegt hätten. Das wäre die eigentliche Phase, die wir für die Freiheit benötigen, nämlich die Überlegungs- und Abwägungsphase. Aber die schließliche Fingerschnipsbewegung ist nicht der Punkt, an dem wir einen relevanten Begriff von Freiheit verorten würden. Abgesehen davon ist diese gängige Interpretation der Libet-Experimente inzwischen klar widerlegt worden, nämlich durch neuere Experimente des Oldenburger Neurophysiologen Christoph Herrmann. Christoph Herrmann hatte nämlich Experimente durchgeführt, bei denen Warnreaktionsaufgaben gegeben wurden. Das heißt, die Versuchsperson wurde angewiesen, einen Knopf zu drücken, je nachdem rechts oder links, je nachdem, welches Muster ihr gezeigt wurde. Also bei diesem Muster rechts, bei diesem Muster links, bei diesem Muster links und wieder links. Also zwei unterschiedliche Knöpfe mit der rechten oder linken Hand zu drücken, je nachdem, welches Muster ihr präsentiert wurde. Und die Versuchspersonen haben nun, wie Herrmann herausfand, ebenfalls ein motorisches Bereitschaftspotenzial gezeigt, hier auf der linken Seite, also hier schon dargestellt. Und hier ist der Zeitraum, wo sie überhaupt erst die passenden Bilder präsentiert bekommen haben, die ihnen sozusagen vorgaben, welche Taste von beiden sie drücken würden. Hier ist also der Tastendruck, hier sind die Bilder und hier beginnt schon lange vorher das motorische Bereitschaftspotenzial zu einem Zeitpunkt, also wo die Personen noch gar nicht wissen konnten, was sie am Ende drücken werden. Das heißt, das Bereitschaftspotenzial bringt nichts anderes zum Ausdruck als die unspezifische Bewegungsvorbereitung, die Erwartungshaltung, die wir haben, wenn wir uns eben auf eine Bewegung einstellen, die natürlich neuronal vorbereitet werden muss. Die Folgerung: Annahme einer unbewussten Determination willkürlicher Bewegungen durch das Gehirn ist nicht haltbar. Das Bereitschaftspotenzial entspricht einer unspezifischen Bewegungsvorbereitung. Fazit: Wer glaubt, dass die Freiheit von Entscheidungen sich mit dem physikalischen oder wissenschaftlichen Weltbild nicht vereinbaren lasse, der schätzt die wissenschaftliche Lage nicht richtig ein. In der Praxis der Naturwissenschaft oder der Physik hat dieses vermeintliche wissenschaftliche Weltbild wenig zu tun. Hier kann man von einem scientistischen Weltbild sprechen, das freilich kaum empirisch begründet ist, sondern eher einen Charakter einer metaphysischen Doktrin trägt. Tatsächlich finden wir weder in den Naturwissenschaften allgemein noch in der Neurobiologie im Besonderen empirische Befunde, die unserer Erfahrung der Wahlfreiheit unüberwindlich entgegenstehen. Dazu kommt: Die Behauptung, dass es die Freiheit nicht gibt, mündet letztlich in einen Selbstwiderspruch. Denn wer sie vertritt, der wäre auch zu dieser Behauptung am Ende nur gezwungen und beraubte sich damit seines Geltungsanspruchs. Auch die Neurowissenschaft hat, wenn sie nach der Wahrheit suchen und wenn sie Geltungsansprüche erheben will, die Freiheit des Denkens ebenso zur Voraussetzung wie die Freiheit des Wollens und Handelns. Vielen Dank. Was ich versuchen möchte in den nächsten Minuten, ist eine gewisse Relativierung des Anspruchs der Hirnforschung auf Erklärung, in dem Versuch, gegen diese Provokation etwas einzuordnen, von vielen gefunden wird, dass eine Art Imperialismus, Naturwissenschaft, die durch Besetzung von Gruppen, die traditionell eben andere Sphären etwas gesellschaftlich in Bereichen der Industrie zugeordnet waren. Das ist der Anspruch, der vielfach formuliert wird, die Hirnforschung und Lernhirnforschung sei in der Lage, mechanistisch zu erklären, wie verstehen, fühlen, erklären, assoziieren, entdecken, lernen und alles zustande kommt. Daher sei das Gehirn ein Schlüssel. Und wie Wolf Singer einmal formuliert hat, dies sei ein fundamentaler Angriff auf unser Menschenbild und unsere Menschengehirne, weil es uns nämlich in den Naturzusammenhang und gerade die feministische Zusammenhänge einordnet und damit das spezifisch menschliche Element der Freiheit, der Fähigkeit zur rationalen Entscheidung beraubt. Diese starken Thesen, die in dieser Form wahrscheinlich von wenigen formuliert werden, die man aber doch implizit in vielen Verlautbarungen unserer Fachkollegen findet, kann man etwas überspitzt folgendermaßen formulieren: Höhere Funktionen wie Denken, Wahrnehmen, Handeln und Fühlen sind eigentlich, eigentlich ist noch hier die dritte Begriff dabei,
Funktionen des Gehirns, die auf elementare, molekulare und zelluläre Prozesse zurückgeführt werden können. Damit gelingt es, dass die Neurobiologie solche Gegenstände der Physiologie erklären kann, die traditionell interaktiven Verfahren auf der Makroebene der sozialen Kommunikation vorbehalten waren. Es gibt etwas, eine positive Feststellung eines Neurobiologen, die Voxology. Der Psychologie wird durch Neurobiologie abgelöst. Voxology meint, dass die Psychologen hypothetische Entitäten, wie zum Beispiel die von Markowitz beschriebenen Entitäten in diesem Schaltschema, zunehmend ersetzen durch reale neurobiologische Gegebenheiten, also das Arbeitserlebnis wird zu einem Aktivitätsmuster im Frontalhirn und so weiter. Und schließlich der kontroverse, besonders kontroverse Bereich, die Neurobiologie völlig ihren Geltungsbereich und Konzepte ausdehnen, die traditionell kategorial beschrieben behandelt werden, die aber in einer ganz anderen Sphäre, zum Beispiel die Sphäre der Ethik, vorbehalten sind, also was schon formuliert aus dem Sein können, können wir kein Sollen abschreiben, weil es einen primär elementaren logischen Unterschied zwischen dem Bereich der Ethik, der Normalität gibt und dem Bereich des Faktischen, würde und die Neurobiologie hier in Frage gestellt und aufgehoben. Diese Bilder werde ich weitgehend überspringen. Herr Fuchs hat ja die Experimente von Herrn Lippe schon eingeführt und Herr Burschmann ebenfalls in dieser Artikel 81 angeführt wird. Das sind die Originalregistrierungen. Ich denke, da müssen wir nicht im Detail drauf eingehen. Vielleicht, obwohl das hier keine Verkaufsveranstaltung ist, möchte ich dem wirklich gut wärmstens ans Herz legen und den Weg noch, dass eine Vielzahl von psychologischen und neurobiologischen Elementen zusammenfassen und tatsächlich sehr irritierenderweise nahezulegen scheinen, wie stark der Hirnfunktion determiniert sind. Nun, ich möchte vier Thesen zur Diskussion stellen, die tatsächlich wahrscheinlich etwa mitten zwischen den beiden bestimmten Extrempositionen lokalisiert werden können. Zwei beziehen sich im engeren Sinne auf die Hirnforschung, ihr technisches Potenzial, ihr Erklärungspotenzial, einmal auf den Begriff von Freiheit und die letzte These bezieht sich darauf, wie wir eigentlich in den neurobiologischen Erkenntnissen zu Handlungssteuerung, Handlungskontrolle und ihrer Methodologie gesellschaftlich umgehen sollten. Zur ersten These, die moderne Hirnforschung kann Hirnfunktionen nicht vollständig erklären. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden, ich bin durchaus aus vollem Herzen Hirnforscher, und dass ich am Hirn forsche und nicht an der Berufsszene, habe auch damit zu tun, dass ich glaube, dass wir mehr und elementareres von den Menschen lernen können, wenn wir von diesen Organen befassen. Aber das, was Herr Fuchs eben ausgeführt hat, möchte ich unterschreiben, gerade als Neurobiologe, dass es Grenzen gibt der Erkenntnis und der prinzipiellen Erkenntnisfähigkeit der neurobiologischen Forschung, die in vielen Beiträgen zu dieser Debatte ignoriert werden. Viele Beiträge lesen wir so, als könnten wir, wenn wir noch ein bisschen weiter forschen, unser Handeln in der sozialen Umgebung, in der wir uns bewegen, mechanistisch sozusagen in Elementarprozessen auf atomarer Ebene, quasi molekularer und zellulärer Ebene herleiten. Dass dieser Anspruch weit entfernt ist vom aktuellen Stand der Neurobiologie. Dann kommt das so eben ein Beispiel gegeben, in dem er sagt, auch die Himmel-Experimente in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen, in einer typischen neurobiologischen und psychologischen Modellsituation, echte individuelle Nervosituation, durchgeführt worden. Wir können natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der Komplexität unserer Handlungsentscheidungen überhaupt erfassen. Der aktuelle Stand der Neurobiologie ist weit davon entfernt, im Detail aufgrund physikalischer Vorgänge in meinem Gehirn vorhersagen zu können, wie ich mich verhalten und entscheiden werde in der nächsten Zeit. Aber ich habe daran, explizit gestern machen zu können, wie der Markowitz angedeutet hat, wieso es diesen Fortschritt nicht gäbe. Ich glaube, dass viele Argumente Kausalität, biologisch bedingt, eine biologische Bedingtheit von Handeln im Gehirn, mit einem veralteten, linearen Modell der
mechanischen Kausalitäten mit Logik verwechseln. Mechanische Kausalität würde heißen, man tritt den Ball in die Richtung, in die der Impuls wirkt, und man hat eine 1:1 vorhersagbare Beziehung. Das ist in der modernen Physik sicherlich nicht mehr ein allgemein akzeptiertes Schema für physikalische Erklärungen. Also die theoretische Physik hat einen Typknopf, wird immer anders von der Schrödinger-Gleichung, also eine kernphysikalische Grundgleichung mit Wasserstoffatomen so entdeckbar erklären können. Bei einem kleinen Eisenwürfel sei es komplett ausgeschlossen, diese Details eben erfassen zu wollen und ein Gehirn vollkommen zu schweigen. Das heißt also, diese Art von linearer Aufwärtskausalität verkürzt den Naturzustand des Gehirns. Und ich denke, dass ein Teil der Provokation, und wir denken, unsere Verhalten überliegen Naturursachen, genau zu dieser falschen Wahrnehmung kommen. Tatsächlich ist der Begriff der Kausalität in der Wissenschaftstheorie hoch umstritten, kontrovers diskutiert, und es ist keineswegs klar, was mit Kausalität gemeint ist. Modern, und andere Autoren wie James Woodward beziehen oder leiten den Begriff der Kausalität überwiegend aus experimentellen Situationen, aus Labor-Situationen, aus der Beschreibung von Erklärungsansätzen in den Wissenschaften her, sondern keineswegs der Idee, die es gäbe, Ursachen in der Natur vor dem Kausalität. Also wissenschaftstheoretisch handelt es sich um enorm komplexen Begriff. Und ein Irrtum, für den ich vor dem Warnen möchte, ist die Lokalisation von Hirnfunktionen. Wie wir sie aus den modernen Funktionsbildern kennen, die auch mit Angstpresse, Neogenen, Schlüsselstellen, Aufleuchtung, bei bestimmten kognitiven Prozessen, ist keineswegs dasselbe wie ein mechanistisches Verstehen auf dem modernen Niveau. Die Manipulierbarkeit, das habe ich hier sehr gut gestartet, ebenfalls keine Erklärung auf diesem Niveau einer kausalen mechanistischen Ehrleitung vom Detail, würde aber hinaus recht geben, dass die gezielte zunehmend wirkliche, gezielte Manipulation zukünftiger Prozesse durch Eingriffe in das Gehirn durchaus zeigt, dass wir etwas Wesentliches über die Hirnfunktion entstanden haben. Das ist etwas anderes, als dass wir alle makroskopisch beobachtbaren oder lebensweltlich beobachtbaren Reaktionen von uns aus anderen Menschen komplett hören könnten. Aber es ist eben nicht zuständig, um eine solche transzendierende Menschenfunktion in der Situation durchgeführt wird, um das Beruf Wissen, belastbare Wissen, über das Gehirn. Und ich glaube fest, mein Fortschritt der Neurowissenschaften werden in den letzten Jahren immer mehr manipulative Verfahren. Hier kommt man jetzt schon weitgehend auf zunehmend. Umgekehrt muss man sagen, und das war eigentlich schon die Überleitung dazu, und das hat Herr Markovic sehr eindrucksvoll an den Fallbeispielen dargestellt, das, was wir vorhin höhere Funktionen genannt haben, also unsere Handlungen, Gedanken und eben auch die Entscheidungen, sind an den Kategorien zu verbunden. Es gibt ein solches Element von Kausalität und Verursachung. Ich scheue mich aus dem eben genannten Grund, dass Kausalität im Sinne einer vollständigen Erklärung nennen zu wollen. Aber es gibt ein solches Element, das ich hochschreiben möchte, das Gehirn ist eine notwendige Bewegung für alle diese Bewegungen. Wir lernen diese notwendigen Bewegungen zunehmend kennen, ähnlich wie Ausdrucksfunktionen, die funktionieren auch, dass eben auch zahlreiche notwendige Bewegungen vorhanden sind. Man muss sich nur bewusst sein, dass man viele Bauteile aus dem Auto ausbauen und seine Funktion damit schädigen. Das heißt noch lange nicht, dass sie deswegen das Fahren des Autos, geschweige denn das gerichtete Fahren, verstanden. Aber korrelate höhere Funktionen sind ganz klar messbar, wie dann Engels in Bezug auf Entscheidungsvorbereitungen, das ist sicherlich derjenige, der am weitesten gegangen ist, die Funktion, die eben gezeigt wurde. In der Neurologie und Psychiatrie sehen wir sehr stark die Notwendigkeit der Bedingungsverhandlungen, von unserer Handlung aufgrund der Ausgangserscheinungen, die eigentlich sehr praktisch geworden sind. Den Zusammenhang zwischen Hirnfunktionen und höheren Kognitiven, sozialen Funktionen, aber immer noch im Sinne ihrer Notwendigkeit der Bewegung. Ich glaube, dass ein Dualismus jedweder Form, ein sogenannter Substanzdualismus,
vorgehen, Herr Markovic, den Lesen, der dann in die Zeitung gezogen und nachgeschrieben und dieser Publikation auf die vorgestellt hat. Tatsächlich nicht zeitgemäß und so weiter. Wenn ich irgendeine Entität postuliere, die nicht eine Natur, eine Naturkausalität ist, die nicht ein Naturprozess ist, dann werde ich aber behaupten, sie würde doch die Naturprozesse in meinem Gehirn, physikalische Prozesse in meinem Gehirn einwirken und bei anderen determinieren. Dann ist dieses etwa wie auch immer, ist in der Theorie im Moment so ein Moment, der Neurowissenschaften nicht diese Art von dualistischer Betrachtungsweise nicht physikalische Bedingtheiten der Aussagen treffen können. Ich glaube sehr wohl an andere Formen des Dualismus, die aus einer ganz anderen Argumentationslinie kommen, etwa an den perspektiven Dualismus. Ich erlebe sie als ein Individuum aus einer Perspektive heraus. Das macht für ein Lebewesen natürlich einen vollkommen anderen Zugang zur Welt, als die Berufung zu den Verhalten von Nervenzellen, also von Aktivierung und Schnellbefolgung. Dennoch denke ich, alle diese Versuche, Rettungsversuche, die da gemacht werden, mit keinem biologischen Indeterminismus und dergleichen, sind nicht aus begrifflichen Gründen zu schnell. Und zum Schluss möchte ich auf etwas hinweisen, was Thomas Fuchs sonst sehr schön betonen und auch in seinen Büchern immer wieder sehr beeindruckend zum Ausdruck bringen. Wir neigen zu einem gewissen Neurozentrismus. Er hat sehr recht, wenn es um Körpergelder geht. Und man muss fairerweise sagen, wir sind nicht unser Gehirn. Und das Gehirn ist kein sozusagen biologiefreies Zentralorgan im Sinne einer Sensorprozessen. Das ist ein Organ, das in den Gesamtzusammenhang unseres Körpers eingebettet ist, das hormonellen Prozessen unterliegt, das hormonelle Prozesse steuert und vieles andere, das mit dem Sinnesorgan verbunden ist. Und dieser Körper wiederum ist in einer Zelle ungefähr. Ich denke, niemand kann das besser formulieren als Thomas Fuchs. Ich will jetzt hier nur bei dem Stichwort belassen, vor allem Neurozentrismus zu machen, und das heißt, wir dürfen der Möglichkeit der Zahlen, die sozusagen die Gegenstände allein entscheiden. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, obwohl es ja jetzt in den nächsten 40 Minuten einmal nicht klingeln kann. Ich habe die Idee, was ich wollte. Auch dieser Begriff ist eigentlich bei beiden Vorrednern schon in verschiedenen Formen angeklungen. Der Begriff der Freiheit sollte sehr genau untersucht und analysiert werden, bevor man die Willensfreiheit pauschal in die Hand nimmt. Das ist ein komplizierter Begriff. Viele der Kontroversen bauen, glaube ich, auf falsch verstandenen Freiheitsbegriffen auf. Fuchs hat schon darauf hingewiesen, Zufall, Indeterminiertheit im Sinne von Zufall ist nicht Freiheit. Peter Biri hat jetzt in seinem schönen Buch Das Handwerk der Freiheit sehr ausführlich und sehr eindrucksvoll beschrieben. Wir werden niemals unfrei, wir werden morgen zu einer katastrophalen Situation, wenn unsere Lebensentscheidungen von irgendeinem Krankenbiologisch bedient wird. Das verstehen wir nicht unter Freiheit. Wir verstehen sehr wohl unsere Freiheitswerte, Freiheit von Zwang. Das ist das sehr gute von Freiheit der politischen Politik, auch entscheidend wichtig ist. Der in keiner Weise, in keinem Auge, in Kollision der Begrenzung der Unverschämtheit gegeben, von dem wir nicht geringschätzen sollten. Freiheit von Zwang impliziert auch Freiheit von Hirnbehörden, mit denen man auch viele Menschen starten unter einem Zwang und in einem inneren Gehirn. Ein weitergehender Begriff Handlungsfreiheit macht mich hier bauen, wäre Freiheit als Authentizität. Ich kann das vollziehen, ich kann das tun, wozu ich, wie ich konstituiert bin, nach meiner Konstitution. In diese Konstitution geht aber natürlich das Erlernte ein, welches mein Gehirn mit Klassifizierung vorgehen, jedenfalls nicht beeinflusst, aber es bedeutet nicht, dass im Einklang mit mir selbst, unabhängig von den Prozessen wäre. Aber auch dies ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht und auch einer der nicht biologischen Forschung und Naturorganen, die anderen Bereichen steht. Und schließlich der kontroverse Begriff Freiheit als Freiheit des Volkes, kann ich also bestimmen, was ich will. Kann ich vor allen Dingen etwas, was unabhängig ist von meiner Hirnfunktion, von meiner
mit Vorhandrecht bestimmen, was ich im nächsten Moment wollen will. Das ist ein Bericht, da bin ich nicht glatt, da bin ich fürchte, dass die Juristen nach wie vor sprachliche Definitionen von Verhalten daran knüpfen, indem sie mit dem anglischen Modell von Willensfreiheit argumentieren, dass ich mich unabhängig von allen Naturvorgängen in mir selbst für das Gute und gegen das Böse, so sagt zum Beruf, wie der Bauerrecht im 1952 entscheiden kann, ganz egal welche mechanistischen Vorgänge und Naturvorgängen. Diese Form von Bewusstsein, würde ich sagen, kann man, glaube ich, in der Wissenschaftler sehr schwer verteidigen und da entstehen Konflikte. Schließlich glaube ich fest daran, dass wir über Handlungsentscheidungen, über Freiheit, über authentisches Handeln, über Determinanten, neurobiologische Determinanten des Handelns mehr von Routine forschen sollten. Sie sind ein wichtiges Problem neurowissenschaftlicher Grundlagenforschung. Wir sind eben nicht mehr darauf limitiert, Handeln von Organismen und von Menschen zu verstehen, wie wir uns verändern, die Nerven, die Wunden, 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 zu verstehen, zumindest nur verstehen, in eingeschränkten Sinne, wenn ich eine Rolle spiele. Ich glaube, das ist eine erhebliche medizinische Notwendigkeit, die zahlreichen durch neurobiologische Vorgänge verursachten, im Verhalten, Störungen unseres Handelns verbessert zu erkennen. Und das ist im Laufe der Zeit entscheidende Beispiele dafür, die nicht vor Ort evident ist, dass die Zeugen vor den Menschen zu erkennen. Und deswegen eine erhebliche medizinische Notwendigkeit, die derartige Forschung besteht. Und ich glaube, dass mit der Peripherie-Befahrung von Medizinisten nach wie vor ein schwerwiegendes Problem ist. Im prinzipiellen Aspekt davon werden wir das gerne heute ganz stimmig genommen können und einfach eine nähere Zukunft nicht werden können. Der praktische Aspekt davon ist, dass wir heute eine große Notwendigkeit für die juristische Theorie und Praxis gibt, zunehmend neurobiologische Bedingungen und Handlungsstrukturen in Betracht zu ziehen. Und ich glaube, es ist genau wie wir die Beitragung dann dieses zu verstärken und die Abwehr und biologisch nachzubauen. Vor allen Dingen dann, wenn wir nicht zu abgleichen und sie in der Konferenz überlegen, sondern wir zum Dialog mit Disziplinen einladen, die von ganz anderen Voraussetzungen